Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich hatte überlegt, was ich zuletzt machen wollte, weil es ist jetzt schon wieder irgendwie so 2, 3 Tage her oder so, dass ich gespielt habe. Und ich habe diese Plastiktüte und mit der wollte ich halt jetzt zu diesem Typ mit dem blutigen Leichen-Dingsbums. Ja, und ich weiß jetzt nicht, ist das der Raum gegenüber einfach oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, jetzt kommen keine neuen Monster. Damit komme ich nicht klar gerade. Ich will nicht. Okay. War das hier? Ja, ich bin sogar richtig hier. Okay, es ist voll eklig. Aber ich glaube, dass man hier die Plastiktüte verwenden kann. Das weiß ich noch aus dem Kopf von damals halt. Ich habe die Plastiktüte mit Blut gefüllt. Aber ich weiß nicht mehr, was man damit machen kann. Das weiß ich nicht mehr. Oh, ich gehe einfach mal raus und. Moment, wenn wir jetzt. Nicht, dass da jetzt noch was irgendwie im Eimer war und deswegen hat man das rausgenommen. Da hängt eine Leiche von der Decke. Okay. Kann sie sich das eklige Blut jetzt angucken? Ich kann das kombinieren. Ich habe sie mit Blut aus dem Behandlungsraum gefüllt. Ich trage sie nur ungern mit mir herum. Was hast du denn damit vor, Heather? Kannst du das kombinieren mit deinem ekligen Kram hier? Papas Notizbuch, der Anhänger. Ja. Ist derselbe Anhänger, ne? Ich habe jetzt nicht zwei. Dann habe ich noch das Parfüm. Das Parfüm soll übrigens ein Gegenstand sein, bei dem unklar ist, ob er Monster unlockt oder nicht. Ich hatte mich damals noch erkundigt. Wo will ich eigentlich hin? Und. Also, hier bin ich jetzt. Will ich hier überhaupt hin? Da soll geradeaus auch noch was sein. Ach so, ich bin hier noch gar nicht lang gelaufen. Ja, aber da ist doch nichts, ne? Dann genau, dann wird mir das jetzt auch angezeigt. Das bringt ja nichts. Genau, Parfüm ist halt irgendwie nichts, was einem helfen kann und so ein Gegenstand, der einen verwirren soll. Also der einen halt auch damit verwirren soll, ob er Monster anlockt oder nicht und so weiter und so fort. Ja, die Musik ist immer noch richtig eklig hier. Ich laufe jetzt mal geradeaus zum Fahrstuhl, weil ich nicht mehr weiß. Oder hatte ich hier eigentlich alles? Nein. Karte bitte. Genau. Also hier habe ich ja alles abgeklappert. Dann waren wir im zweiten Stock davor und dann bin ich geflüchtet. Also flüchten wir jetzt nochmal in den zweiten Stock, weil da war ich halt noch nicht fertig mit den Räumen. Dann muss ich das ja jetzt nochmal nachholen. Aber das eklige, blutige Tütending haben wir ja schon mal. Lecker, lecker. Es ist echt sehr unheimlich hier. Ich versuche da so ein bisschen drüber zu stehen und mir so, ja, einzureden. Ja, ist ja nur ein Spiel. Und, oh, ich laufe jetzt nur hier rum und so. Aber in Wirklichkeit ist es schon sehr heftig. Okay, ich glaube, ich bin hier damals auch irgendwie geflüchtet. So. Ich habe das irgendwie geschafft gehabt, hier auch zu flüchten. Ja, lass mich mal in Ruhe. Shit. Das war klar. Ja, das ist echt kacke hier mit den Viechern. Lässt du mich mal los? Damit ich mich auch mal we vielleicht wehren kann, das wäre super. Jetzt ist hier auf jeden Fall Ruhe. Und jetzt kann ich mir auch in Ruhe überlegen, wo ich lang. Okay, da hinten war ich schon. Da ging es auch nicht lang. Dann laufe ich jetzt mal hier lang. Ich finde das nicht toll gelöst. Es ist, glaube ich, sogar einfacher, hier langsam vor den Viechern wegzurennen. Und hier ist auch nichts. Aha, das ist interessant. Dann können wir doch eigentlich schon wieder in den nächsten Stock, wenn hier gar nichts mehr ist, oder? Weil hier können wir nirgendwo lang. Nö. Gut. Dann geht es jetzt in den nächsten Stock. Wohin? Also wir waren im dritten Stock, wir waren im zweiten Stock.
Waren wir denn schon im ersten Stock? Denn dann gehen wir da mal hin. Wir kommen halt irgendwie von oben, obwohl wir eigentlich vorher unten, glaube ich, waren. Und ganz strange. Und deswegen... Ja, es war so klar. Okay, hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Nein! Warum die nicht? Nein! Okay, das wird mir ein bisschen zu viel hier. Lauf mal weg. Heather, lauf weg. Und dann nimmst du dir mal eine richtige Wumme. Oh ja, und wir müssen uns... Nein, 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 nein. Wir müssen uns heilen. Und wir nehmen jetzt mal die Ampulle. Genau. Und wir nehmen jetzt mal... unsere Schrotflinte. Können wir nicht. Dann nehmen wir unser Maschinengewehr. Warte, 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 warte. Ich glaube, das ist nicht ausgerüstet. Lasst mich! Nein, jetzt steht die Olle wieder auf gleich. Na, da kommt ja noch eine. Boah. Sehr gut. Hau drauf. Immer drauf. Sind sie alle tot? Sehr schlimm. Ich glaube, ich habe sie alle. Puh. Okay. Geschafft. So, jetzt nehme ich wieder eine andere Waffe. Oh, ich habe bestimmt voll viel... Ja, scheiße. Voll blöd. Dann nehme ich wieder mal einen Katana. So, für was auch immer da gleich kommt. Ich hoffe nicht so ein Ding auf dem Boden. Aber machen wir es mal so. Achso, meine Energie. Auch nochmal checken. Ja, von blau sind wir jetzt auch schon wieder sehr runtergegangen. Oh, offen. Okay. Huch. Und hier kann man auch speichern. Huch, was ist hier denn alles? Ampulle. Da liegen einige schmutzige Spritzen auf dem Bett. Die werde ich mit Sicherheit nicht benutzen. Was ist hier? Was? Da eine Notiz auf dem Diagramm. Dr. Mitkiff? Der kifft gern. Beim Patienten in Zimmer 312 ist besondere Vorsicht angebracht. Er sollte auch im Krankenhaus seine religiöse Freiheit haben, aber er sollte anderen nicht seinen Glauben aufzwingen. Auch ich bin ein Opfer. Gerüchten zufolge wurde er hier eingeliefert, nachdem er jemanden bei einem religiösen Streit erstach. Seien Sie vorsichtig. Wie? R. Crosby. PS, das Gerücht entspricht der Wahrheit, sagt jedenfalls der Chefpfleger. Ich bin aber der Meinung, dass er ansonsten ein guter Mensch ist, sehr umgänglich. Ich weiß nicht, ob der so umgänglich ist, wenn das so läuft. Dann werde ich gleich mal speichern. Wie jetzt? Aus religiöser Freiheit und bla und... um wen geht's denn hier? Ja, ist anscheinend ein guter Mensch und so, ne? Alles sonst okay. Speichern wir mal ab. Sagt der Mitkiff. Oder der Crosby. Ich dachte, man soll jetzt vielleicht speichern, weil hier was Wichtiges ist oder so. Sonst ist hier nichts mehr. Ja, aber also... der Doktor hat das doch jetzt gesagt. Warum steht da am Ende R. Crosby? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin mit dem Namen jetzt durcheinander. Egal. So. Kaputt. Kaputt. Habe ich alle? Da auf jeden Fall schon. Dann bei der Rezeption vielleicht nochmal gucken. Ach, die Rezeption ist offen. Okay. Was ist denn mit der Rezeption passiert? Oh, die Schatten auf dem Boden sind auch voll gruselig. Okay, dann gucken wir mal, was da so ist. Wie ein Raum mit nichts. Das ist ja unheimlich. Man kann hier rein, aber hier ist nichts. Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Ist denn eine Wand irgendwas? Nicht? Hä?
Was ist denn das mit der Rezeption? Da war doch nichts. Warum kann man da rein? Da ist doch nichts. Scheiß Toiletten, ich will da gar nicht rein. Habe ich alle? Oh, jetzt muss ich hier den Flur noch entlang. Abgeschlossen, das heißt, da muss man noch mal hin. Okay, interessant. Und dann hier um die Ecke der Raum. Oh, offen. Okay. Was kommt hier? Hört sich nach Krankenschwester an. Was ist das denn für ein Monster? Huch! Was ist das hier? Oh Gott, voll das Monstergeräusch. Was haben wir hier? Die Welt ist voller unnötiger Menschen. Es ist Gottes Entscheidung, dass ich kämpfe. Als ein Ehrenritter. Als ein Beschützer des Spie Siegels. Oh. Als ein Beschützer des Siegels opfere ich mich dem Blut der Kriminellen. Wer hat das geschrieben? So ein Ausgeflippter, oder? Ich sehe das und will ihn fragen. Du meinst also, du bist einer von denen, die gebraucht werden? Aber ich glaube, ich habe Beschützer des Siegels schon mal gehört. Kann ich nichts mit der Krankenschwester machen? Unheimlich. Ich will hier nicht sein. Kann ich hier rüber? Okay. Unheimlich. Ja, da kann ich nicht lang. Dann werde ich sie bestimmt von der anderen Seite töten dürfen. Hier rechts war ich auch noch nicht. Kaputt. Und hier geht's nicht weiter. Ja, ist schön. Das war's dann auch mit Silent Hill. Ich breche an der Stelle das LP ab. Nein, Quatsch. Ja. Wo kann ich denn dann jetzt noch hin? Also in den Dayroom müssen wir auf jeden Fall nochmal, dann kommen wir hier wahrscheinlich rüber zum Pool und Showroom und bestimmt in den Garten und das wird voll schlimm. Dann bleibt doch jetzt eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als den Fahrstuhl zu benutzen, oder? Verstehe gerade gar nicht, was ich machen könnte. Vielleicht nochmal auf die Karten gucken. Vielleicht gibt es ja einen Stopp, wo wir noch nicht so waren. Wir waren doch eigentlich überall jetzt, oder? Das erschreckt mich immer so. Erschreckt mich nicht so. Ja, wir könnten ja diese B1, B2, B3-Geschichten nochmal ausprobieren. B3? Oh, okay. Möchte ich hier überhaupt hin? Scheiße. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Okay, hier sind so Leichenbahren. Was? Oh Gott, das wurde doch gesagt von dem Typen am Telefon, dass er Nummer 7 ist. Der Stanley. Hier ist die Nummer 7. Macht der so Geräusche? Sag doch mal was, Heather, sag doch mal was. Hier sind Zahlen. Das muss doch was bedeuten. Ich habe gerade echt voll die Geräusche gehört. Das müsst ihr doch auch gehört haben. Und es wurde doch gesagt, er hier unten liegt. Und dann ist es doch der, oder? Unser Stanley Coleman. Was haben wir hier? Was ist das? Ein Code, sag ich doch. Und dann müssen wir bestimmt nur die Zahlen eingeben, die wir hier sehen, in irgendeiner Reihenfolge. Aber irgendwie.
Oh, ich kann mich leider gar nicht mehr daran erinnern, wie man das Rätsel hier löst. Vielleicht einfach von der Reihenfolge, wie die Barren so geordnet sind. 3, 2, 1, 4. Nimmt man einfach den Code oder nimmt man die Nummern? Also ich meine, das hat auf jeden Fall mit beidem was zu tun. Also mit den Nummern von den Barren, die sind ja auch anders gekennzeichnet. So blutig. Und das hier soll einem, glaube ich, einfach nur helfen mit der Reihenfolge der Zahlen, welche man nimmt. Aber ich kapiere das halt leider immer nicht so gut. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal random ausprobieren. 1, 7, 8. Okay, wir haben 1, 7, 8. Und was noch? 0, ne? Okay. Vielleicht schaffe ich es ja direkt einfach so per Zufall. Ach so, weil es ja. Nee, doch, das ist immer das, was in der Mitte ist. Okay. Nicht, dass es da noch mehr Möglichkeiten gibt. 1, 7, 8, 0. Ich probiere das erstmal aus. Okay, das geht schon mal nicht. Dann 0. Moment. 0, 8. 7, 1. Auch nicht. 1, 7. 7 war schon. Ne? Fangen wir mit der 8 an. 7, 1. Okay, auch nicht. 7, ist auch ein super Code, 7018, aber leider nein. Es gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich, als dass ich das so hinkriege. Wie können wir das denn mal? Wie darf ich das jetzt hier verstehen? 3, 2, 1, 4. Moment mal, also. Vielleicht die erste Zahl? Aber geht man da nach den Blöcken oder hat das damit nichts zu tun? Ich überlege gerade. Ich glaube, es zeigt an, welche Zahl jetzt kommt. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte Zahl. Und nach welchem System? Also 1 wird in diesem Falle als zweites angezeigt. Ist das dann die zweite Zahl von irgendeiner Barre aus gesehen? Wie stehen die denn? Da steht die 0. 8, 7, da hinten die 1. Hat das damit was nicht zu tun, von der Ordnung her, wie die hier stehen? Dann wäre die 0 irgendwas, die ganz weit weg ist. Ich guck mal erstmal so. Was ist denn hier auf diesem komischen Bild weit weg? Eigentlich ja die vierte Zahl. Machen wir das doch einfach mal so. Nehmen wir mal als viertes. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich mir hier denke, aber machen wir die 0 mal ans Ende. So. So mache ich das jetzt mal und dann habe ich ja eigentlich auch schon mal wieder einen Tipp bekommen, wenn das passen könnte. 8170, hatten wir es nicht schon? Dann hier vielleicht die 1 hin. Hier die 7. 8710. Einfach mal so ein bisschen, ja, rumgecheatet. Zack, offen. So, was ist jetzt hier? Ein eingeäscherter Schlüssel. Das ist ja klasse. Hier drin ist nichts außer etwas Asche. Ich glaube, dass das mit der Logik hier schon so ganz richtig war. Dass die Null ans Ende gehört. Das heißt, es war die Anordnung der Barren. Ihr könnt euch auch noch länger damit auseinandersetzen. Ich habe den Schlüssel, ich habe, was ich will. Aber ich nehme mal an, das hätte ich auch noch irgendwann hätte ich es hingekriegt. Hätte zwar länger gedauert, aber die Null war halt am weitesten weg. Dann hätte man die anderen Zahlen genommen. Aber es ging ja auch so, mein Gott. Wenn man dann weiß, wenigstens, was am Ende irgendwo hingehört. Passt schon. So, dann gehen wir mal an W2, geht nicht. B1 vielleicht geht auch nicht. Wir haben einen eingeäscherten Schlüssel. Ich gehe mal in den. Ja, wo wollen wir denn mal hin?
Da war die einzige Tür eigentlich, die abgeschlossen war. Und dann könnte ich auch noch mal vorher speichern. Wenn das denn hinhaut, wie ich mir das denke. Bitte keine neuen Krankenschwestern. Es sind genug Monster hier jetzt gewesen, finde ich. Es sind echt viele Monster. Ach, warte mal. Ich laufe mal hier rum. Ich gehe mal speichern. Wo kann ich denn mal speichern? Ach, da war das gar nicht. Kann ich von der anderen Seite die Tür aufmachen? Wo guckst denn du da hin? Was ist denn mit der Tür? Ach so, da ist ja aber nichts gewesen. Es war also nur so eine komische, irreführende Tür. Ja, ich muss hier einmal rumlaufen, damit ich speichern kann. Das ist so doof. Genau. So, jetzt kann ich mal in Ruhe hier schauen, was ich für einen Schlüssel bekommen habe. Gegenstände. Eingeäscherter Schlüssel, den habe ich in einer Art unterirdischen Krematorium gefunden. Er ist verkohlt und ganz schwarz, aber noch verwendbar. Ich weiß aber nicht, wofür der verwendbar ist. Also das muss ich im nächsten Part rauskriegen in Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim Gruseln. Ciao.